Ja, hallo, hier ist nochmal der Matthias mit dem Asus IPC 1101 HA, dem 11,6 Zoll Modell dieser IPC-Serie. Die ganz neue halt, diese Seashell-Serie, die vorne ganz flach ist, finde ich auch sehr schick. Dass es halt so vorne so spitz zuläuft, habe ich aber vorhin in einem anderen Video schon mal gezeigt. Was ich jetzt machen wollte, ist einmal ein anderes Netbook dagegen halten, das ebenfalls eben über diese 12 Zoll hinausgeht. Und zwar ist das das Samsung NC20. Das hat einen 12 Zoll Bildschirm. Die sind beide glossy. Und was ich darüber hinaus jetzt noch mache, ist, also erstmal vielleicht mal übereinander, dass man sieht, wie die Unterschiede sind. Also das Asus Book ist schon eine Ecke kleiner, würde ich sagen. Von vorne ist natürlich auch entsprechend spitzer, flacher und von der anderen Seite genauso. Samsung beglückt uns darüber hinaus noch mit diesen super vielen LEDs, die mir schon am NC10 ein bisschen auf den Nerv gegangen sind. Hat aber dafür einen noch größeren Akku, der noch länger aushält. Die beiden mal so nebeneinander, hoffe ich, dass man sieht. Praktisch zwei Generationen größer als 10 Zoll, die etwa diese Größe hatten. Ja, hoffentlich sieht man, ich sehe nächste Mal zurück. Also, dass man es gut erkennt. Das ist halt wie gesagt ein 10 Zoll Netbook, der IPC S101. Dieses Edelmodell, auch ziemlich schlank und schick, kann man vielleicht auch nochmal drauflegen. Hat sich halt auch nochmal was verändert. Beziehungsweise diese S-Serie ist halt auch irgendwie was Spezielles von Asus, wie man sieht. Ja, ist nicht so dick wie der 1005 HA, der wohl einen dickeren Akku hat und überhaupt, wie gesagt, einen dickeren, hinten noch dicker ist. So, was ich aber auch noch wichtig machen wollte jetzt hier, ganz wichtig, 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 ist ein kleines Bootrennen. Und zwar habe ich im NC20, ja, sollte bekannt sein, ist eine VIA Nano CPU. Und hier im S01, im kleinsten, der auch als einziger mit einem Glossy Display glänzen kann, ist die Atom N270 CPU. Und hier in dem neuen in dem neuen 1101 HA steckt halt die Atom Z520 CPU, die ja angeblich auch ziemlich lahm sein soll. Da schauen wir aber nochmal. Ich starte erstmal die beiden großen hier, möglichst zeitgleich. Ich werde es mal versuchen. Und los jetzt. Windows-Updates habe ich soweit auf beiden Rechnern gemacht. Hier sieht man hoffentlich vielleicht auch schon die blauen LEDs, die mich so nerven manchmal. Okay, der Samsung ist offensichtlich etwas schneller, obwohl jetzt auch der 1101 HA kommt. Ja, die Sekunden sollten ja abzählbar gewesen sein, sozusagen, so dass ich den jetzt auch nochmal anschmeißen kann. Das ist allerdings ein Rechner, den ich im Gebrauch habe, der halt ein bisschen mehr Software drauf hat, vielleicht ein bisschen länger braucht zum Starten. Wie gesagt, kann man eigentlich nur feststellen, wenn man es jetzt mal mit den Sekunden abmisst, also die Sekunden nachhält, wie lange es dann dauert. Ich finde die, ja. Der Samsung lädt noch ein wenig Software nach. IPC ist fertig, das heißt, der ist ein klein bisschen schneller hier offensichtlich, obwohl jetzt auch wieder nochmal was nachgeladen wird. Alles in allem tun sie bei sich aber offensichtlich nichts. Das kann natürlich im Betrieb nochmal ein bisschen anders sein. So, jetzt ist auch der S101 hochgefahren mit meinem lustigen Homer-Bild da hinten drin. Diese blöde Software, die immer aufpoppt, die ich mir installiert habe. Ja, das ging ja alles wie gesagt relativ zeitgleich. Was ich auch noch gemacht habe, ist
Na, was will er jetzt? Eine neue Update-Version? Nein, jetzt nicht für die Asus-Software. Vielleicht nochmal ganz kurz, um es auch gezeigt zu haben. Asus kommt mit so einem Dock hier oben hinterher, das sehr an diese Software von Apple erinnert, aber deutlich kindischer aussieht. Da kann man Jugendschutz, Schriftgröße, sonstige Einstellungen vornehmen. Experiences mit Sound machen, etc. Gucke ich mir an, erkläre ich dann später nochmal. So, der ist jetzt, die sind soweit durchgestartet. Samsung bietet wie immer an, eine Recovery durchzuführen, die ich nicht machen werde. Und somit haben wir alle drei Rechner hier wieder an. So, der ist angeblich gefährdet. Wie dem auch sei, habe ich auf allen drei Rechnern noch dazu die Einstellungen so besetzt, dass der Ein- und Ausknopf als Ruhezustand fungiert. Und das werde ich jetzt bei allen drei mal probieren. Die beiden hinteren wieder zuerst, dann mein kleiner S01 in den Ruhezustand. Der 1101 scheint schon aus zu sein. Das ging ja besonders schnell. Die beiden anderen kämpfen noch. Oh, da kommt der 1101 zurück und kämpft noch länger. Das ist jetzt allerdings auch das erste Mal, dass er einen Ruhezustand macht. Schauen wir noch mal kurz, wie lange sie brauchen zum Aufwachen. Dann dürfte der erste Eindruck soweit fertig sein. Okay, also im Ruhezustand sind sie alle drei. Nochmal die beiden hinteren zuerst, den S01 danach. Schauen wir, wie lange sie brauchen, um wieder aufzuwachen. Der F01 startet zuerst. Aber wie gesagt, war auch sein erster Ruhezustand. Kann also sein, dass das ein ganz klein bisschen verfälscht ist. Und am schnellsten war offensichtlich der kleinste mit der Atom N270 CPU. So, ja, da sind sie wieder alle. Und ich denke, wie gesagt, das sollte es erstmal reichen für den ersten Überblick. Der EPC 1101 HA C-Shell im Vergleich mit Samsung NC20 EPC S01 mit 16 GB SSD sollte man vielleicht auch bedenken bei diesen Tests. Weitere Infos dann in weiteren Artikeln. Tschüss, der Matthias.